Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin wunderschön. In der letzten Folge haben wir den Luke Hulk ein bisschen weiter erkundet. Wie viel haben wir eigentlich erkundet von dem Ding hier? Ah, nee, ist ja Kobo. Und wir waren stehen geblieben mit dem in dem Bosskampf gegen Dagon. Und ja, weiß ich nicht. Ich wollte mich hier noch mal kurz hier umschauen. Ich glaube, da gibt es eine Fähigkeit, die ich haben will. Hier erstmal, ne? Bevor wir hier wieder reingehen, ne? Und zwar, ich kämpfe mit zwei, mit einer Doppelklinge, ne? Also holen wir uns mal hier. Ich habe noch keine einzige Doppelklinge-Fähigkeit. Den Angriff hier. Einfach nur gedrückt halten und dann tust du so ein paar Angriffe hier auslösen, ne? Kann man ja mal machen, ne? So, dann wollte ich mal bei Bo, nee, her gucken. Was haben wir hier? Blockanzeige wird erhöht. Wurfschaden, Blockanzeige. Nee, da werde ich wahrscheinlich brauchen. Ich will ja gerade gucken. Ich glaube, hier ist nichts anderes. Der Blockanzeige natürlich, wäre natürlich. Ja, wäre natürlich auch alles gut, ne? Aber brauche ich die Erfahrung? Ja, natürlich brauche ich die. Welchen da? So, den werden wir schon schaffen, ne? So, gut. Wir versuchen es einfach weiter und weiter, ne? So unglaublich unmöglich ist er ja eigentlich nicht, ne? Soweit die Theorie. Also gut, gehen wir mal da rein. Nicht mit mir. Ja, aua. Ich nehme übrigens direkt nach dem letzten Part auf, ne? Ihr seid Alter. Ihr lernt also doch dazu. Warte mal, das kann ich auch parieren? Trivial. So, mein neuer Angriff. Ich weiß nicht, ob der mehr Schaden gemacht hat. Ja, er ist übrigens hier ein paar Minuten seit dem letzten Part, ne? Was ich hier aufnehme. Ja, man kann das einfach blocken. Oh, ich hab's vergessen. Machen wir jetzt eine Blockanzeige wieder komplett voll. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich bin lieber gerade kurz davor. Ja, ich glaube, ich soll immer erst seine. Oh, immer wenn ich denke, ich habe gerade eine Öffnung bei dir. Haha. Abschaum. Kennerlei gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. So, ich glaube, so mache ich das immer. Ne? Ich versuche den seine Klinge da zu parieren, ne? Damit die mir auch nicht auf die Nerven geht. Wirklich? Ja, wirklich. Ihr werdet scheitern. Wenn ich den jetzt beim ersten Mal schaffe, ne? Mach das nochmal. Ah, nein. Ja, ich wusste es diesmal. Diesmal habe ich es gemerkt. Ihr müsst euch mehr anstrengen. Schwach. Ja, ne, ich kann halt auch. Gib mir ein BD. Wünsche ich kann einfach so wegrollen, ey. Keine Gnade. Ja, diesmal weiß ich. Warte mal, habe ich diese Waffe ausgerüstet? Zack. Was das eigentlich auch macht, ich weiß doch gar nicht. Ja, diesmal wusste ich's. Ich kenne all deine Tricks jetzt. Ihr wagt es. Wenn ich den jetzt beim ersten Mal schaffen, ne? Boah, das gibt's jetzt wieder nicht. Das sieht jetzt voll aus, als hätte ich den irgendwie hier, weiß nicht, stundenlang trainiert oder so, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Boah.
blöde ja. Ah, ob das gut geht. Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. Oh, na, oder ab. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, Brüder verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Moment, auf den Typen hätte ich jetzt nicht noch am Ende des letzten Parts erledigen können. Gibt's jetzt einfach nicht, ey. Habe mich schon voll darauf eingestellt, so den Part irgendwie so, oh, Kampf gegen Dagon oder so zu nennen, ne? Ja, so, so viel dazu, ne? Okay, das sieht jetzt voll aus, ne? Als hätte ich den irgendwie, oh ja, mehr Gesundheit. Als hätte ich jetzt irgendwie 5 Stunden lang an dem Bosskampf trainiert und so, oh ja, ich habe den jetzt so, ich versuche den jetzt zum ersten Mal wieder, ne? Kein Problem. Aber das Wort werde ich irgendwie der erste Versuch nach der letzten Aufnahme. Natürlich hat es dann wieder funktioniert, ne? Boah. Na Gegner, ich komme gerade aus dem Bosskampf. Okay, ich wollte schon sagen. Schon Sie. Lass uns weitergehen. Das kommen Sie. Dagon Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Seine Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu. Ich halte sie für verrückt und potenziell gefährlich. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Hätte ich da nicht so wie... Oh, Meisterin. Da hätte ich ja sowieso hingehen müssen, ne? Habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Okay. Da sind wir hier. Die Notkapsel, ne? Mit 2 Gesundheit mehr bekommen. Ich fühle mich gut. Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, sie. Wow, ehrlich. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein. Ich hasse diese Dinger. Naja, genau. Da muss ich immer an mein Trauma denken. Mein Meister gestorben ist. Ich wusste es. Oh, ich bin zu fabulous für solche Dinger. Ich hasse es zu fliegen. Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn ich jetzt, wenn die Tür so aufging, auf einmal bin ich da vor dem Salon. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Ja, jetzt bin ich wieder hier, genau. Ja, ne, gibt's doch diese Quest mit diesem blöden Vogel, ne? Was ist damit eigentlich los? Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald etwas auf dem Mond. Excuse me. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Ja, okay. Aber eins nach dem anderen. Ah, jetzt kann ich bestimmt hier was machen, ne? Nein. Mach das weg! So, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich sterbe? Bin schon lange nicht mehr in Dings gewesen. Einem Meditationspunkt. Ich habe eine Frage und ich
nicht respektlos klingen. Ist es überhaupt möglich, auf einem Planeten wie diesem ein neues Datenpad zu finden? Naja, ja. Ich finde bestimmt einfach. Ja, jetzt kann ich hier interagieren mit einigen Sachen. Kann ich den schon? Nee. Okay. So, warte mal, ich will meine Waffen wechseln. Aber nur Doppelschwert noch dringen lassen wegen dem Kampf hier, ne? Welcher sehr viel kürzer dauerte als gedacht. Wir laufen mal mit einem normalen Schwert und Schwert und Blaster. Ich glaube, die Kombi hatten wir schon mal. Ja, ja, schon in Ordnung. Okay, ist das hier neu? Jetzt noch neu. So, ich weiß natürlich, wir haben jetzt wieder unsere Mission, ne? Aber es gibt, meine Güte, so viele Sachen zu erkunden. Fahr. Da muss ich doch mal hin, ne? Oh. Oh, nicht so schlimm. So, ich bin mir ziemlich sicher, dieser eine Skillpunkt, den ich in meinen Dingens reingepackt habe. Was? Oh, nice. Jedi-Tempel. Ich bin mir ziemlich sicher, dieser eine Skillpunkt, den ich da in mein Doppelschwert reingepackt hat, war die Veränderung, ne, die ich gebraucht hatte, um zu gewinnen. Okay, da bin ich aber ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt nicht so lange an den Boss noch eins von diesen Dingern zu sein bedeutet, ruhig zu sein, der Weisheit beim Aufblühen zu helfen. Jedoch ist die Galaxis selten statisch. Bewegung jedoch kann für Klarheit sorgen. Lass die Wahrheit wie ein Fluss fließen. Ich meine, letztes Mal, als wir in so ein Ding waren, war das relativ kompliziert, knifflig, ne? Weil ich überhaupt irgendwas machen kann. Aber ich sehe viele von diesen Feuerdingern hier wieder, die ich kaputt machen muss. Ja, gut. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin relativ froh, dass das nicht so lange gedauert hat, ne? Dass wir hier wieder mehr Fortschritt hier zeigen können, ne? Weil ich möchte nicht einer von diesen Let's Playern oder Streamern sein, die irgendwie, weil ich 5 Stunden an einem Bosskampf irgendwie dran sitzen, ne? Und immer wieder weitermachen, ne? Das verstehe ich bei einigen Leuten, die irgendwie so Dark Souls und so weit nicht und so weit spielen, nicht so sehr. Irgendwie so lange irgendwie einem Boss irgendwie sitzen kann. Immer wieder versuchen, auch wenn das irgendwie. Auch wenn es sehr offensichtlich ist, dass man da irgendwie keine Chance hat oder so. Ja. Ja, ich hätte hier rumgehen sollen, ne? Ja, finde ich ein bisschen nervig hier. So. Ich weiß nicht, wie genau ich hier immer sein muss und so, ne? Ja, guck mal, ist gar nicht verbunden. Okay. Ist ja Wasser? Hier ist Wasser, ne? Nein. Doch. Für mich geht's ja weiter. Noch irgendwas? Ja. Verbinde das. Machen wir das hier noch kaputt, glaube ich.
Und ich zähle da auch alles. So. Und die sind immer nur angezeigt. Das finde ich voll nervig. Okay. Obwohl, ich glaube, das ist noch da. Ich glaube, das ist nur da, weil da noch irgendwie, weil ich da noch nicht drin war, ne? Deswegen ist halt andere irgendwie auch noch hier wird mir immer noch angezeigt wahrscheinlich, ne? Weil ich noch nicht dahinter war, ne? Und irgendwie halt eingesammelt hatte, weil ich einsammeln musste oder so, ne? Deswegen wurde mir noch immer angezeigt oder so, ne? Irgendwie so was. Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde dann irgendwie komisch, wenn irgendwie Streamer oder so 5 Stunden an einem Boss irgendwie dran sitzen und den immer und immer wieder versuchen. Wenn ich an der Stelle wäre, ich würde dann irgendwie, weiß nicht, ich würde irgendwie Pause machen und dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen grinden, ne? Und in Dark Souls ist es ja ziemlich einfach, irgendwie stärker zu werden, ne? Du musst kannst halt grinden, du kannst hier leveln, deine Ausrüstung verbessern und so, aber nö. Wenn ich es nicht herausfinde, 2-3 Stunden lang immer wieder in den Kampf reingehen. Irgendwann wird schon klappen, ne? Und ja, eventuell wird es auch dann irgendwann klappen, ne? Aber weiß ich nicht, ich finde das irgendwie sehr, ist nicht so meine Sache irgendwie. Oh, ich hätte vielleicht einen gehen sollen, ne? Aber deswegen bin ich auch kein erfolgreicher Let's Player, ne? Weil ich nicht diese erfolgreiche Mentalität habe wahrscheinlich, ne? Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Ich wollte es nur mal erwähnen, ne? So, da kommen wir bestimmt jetzt dahin, ne? Okay, warum konnte ich da dran rennen? Da packen die doch nie umsonst irgendwo dahin, ne? Boah. Komm ich dahin jetzt? Okay. Warum kann ich dazu machen? Okay, warum? Da kam Wasser kommt. Keine Ahnung. Ja, guck mal, da ist die Tür, die ich hätte öffnen können. Ah, hab ich so erreicht, cool. Mal auf. So. War es wirklich notwendig, das Ding hier reinzupacken? Ich kann doch einfach darüber gehen. Na, wahrscheinlich brauche ich die Kohle da oben irgendwo noch, ne? Was? Wie soll ich denn das hier hochpacken? Ich wusste, das wird ja wieder voll nervig, ne? Wo ich noch so einen Ball? Oh nee. Das ist auch überhaupt nicht nervig. Ich wollte schon sagen. Boah. Da, jetzt ist da schon wieder eine Lücke gewesen. Ich mag diese Funktion nicht so. Was
sehr viel zu genau mit irgendwie arbeiten. Ich oh nein, und jetzt? Jetzt muss ich die Brücke da bauen und oh nee. Ja, das Feuer geht doch irgendwann aus. Wie soll ich denn das machen? Oder soll ich einfach hier... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hätte so machen müssen. Muss man halt echt so lösen, das kam mir ein bisschen komisch vor. Ja, Feuer aber immer weiter geht, ne? Also. So umständlich, ne? Ich kann mich jetzt auch nicht wirklich umsehen, ob hier irgendwie noch mal Feuer ist. Aber ich höre heilige Musik. Ich hoffe, hier ist nichts mehr. Interagieren. Erholung, das klingt nicht schlecht. Okay. Verstehe ich aber immer nicht. 100% erkundet, sehr cool. 5 von 7. Wie ist denn das schon wieder? Bestimmt diese beiden Dinger da, ne, die ich da öffnen kann. Ich weiß nicht, was genau die von mir wollen da. Hier ist noch was. Irgendwas muss noch hier sein. Ich verstehe nicht, was diese Dinger hier machen. Was habe ich davon, die Dinger hier kaputt zu machen, zuzumachen? Ah. Verstehe nicht. Die beiden Dinger geben mir wahrscheinlich die letzten Dinger, ne? Die letzten. Was auch immer ich da bekomme. Ja, was habe ich da von den Dingen kaputt zu machen? Zuzumachen. Ich denn da, muss ich den Ball da positionieren? Glaube ich nicht, ne? Guck mal. Das andere ist hier drin erledigt, ne? Okay, warum sagst du mir denn dann... Ach, das ist das ganze Gebiet hier. Ah. Kammer der Verbindung. Ah. Okay. Ich möchte aber trotzdem eine Sache ausprobieren. Ich glaube nicht, dass sie funktionieren wird, aber lass ich mal trotzdem ausprobieren. Ist da oben noch irgendwas? Weil das so ein... Oder ist um hier hin zu gelangen, ne? Aber da kann man doch hochspringen. Jetzt da noch höher. Hier ist was zum kaputt machen, glaube ich, ne? Ne. So. Lass mich probieren. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht funktionieren, aber... Ne. Ne.
Ich verstehe nicht, was das hier machen soll. Irgendeinen Sinn muss das ja haben, ne? Na gut, das ist ein Rätsel für einen anderen Tag, ne? Würde ich sagen, ich bin ja fertig, glaube ich. Kann ich schon irgendwann herausfinden, was ich da machen kann, ne? Jetzt erstmal Erholung bekommen, da klingt nicht schlecht, ne? Und ich gerne mal ausrüsten. Würde ich sagen, erkunden wir ein bisschen wieder hier Kobo. So. Hier war ich ja noch nicht fertig. Und zwar, ich brauche mich da nicht anziehen. Hallo, da komme ich da oben hin. Was ist hier überhaupt? Nichts. Was ist hier? Auch nichts. Da oben war was, glaube ich, ne? Ja, ich muss schon irgendwie auf seine Druide sicher, ne? Ja, muss erstmal wissen, wo da was ist, ne? Ja, jetzt sehe ich das von dir, aber vorhin habe ich das nicht gesehen. So. Block. Glaube ich, dass ich das brauche. Erstmal, dass man da auch geht. Muss es noch ein Aufzug? Und nicht, dass ich da schon hin will. Kann ich den überhaupt benutzen? Ich konnte die bisher noch nie benutzen, glaube ich, oder? Antivirus, geh weg. Nicht so weg hier. Nicht so weg hier. Ups, tut mir leid. Oh Gott, was ist hier? Oh, ich hasse es jetzt schon. Oh, da ist, glaube ich, eine Stim-Erweiterung. Oh mein Gott. Warte mal, ich habe die Idee. Ich glaube, lass uns gemeinsam kämpfen. Der Sumpfschrecken, aber einer von denen ist ein Boss. Au, was zum? Ich habe vergessen, ich habe noch diese blöde Betäubung mit meiner Knarre. Konzentration. Doch, da jetzt muss ich wieder den ganzen Weg immer dahin. Lass mal erstmal abchecken, was das ist. Erholung. Ist auch nicht schlecht. Ich habe gerade keinen Platz. Schusswechsel. Ich kann schwellen, habe ich da aber letztens mal ausgewechselt. Boah, der Weg dahin ist heute. Weiter geht's. Ein bisschen unschön, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist ja immer wieder darüber. Okay. War ein bisschen unschön, dass er mich mit einem Schlag fertig gemacht hat. Ich war doch fast voller AP, ne? Natürlich kommt der Eimer und macht mich ganz komplett kaputt. Ich wünschte wirklich, der Weg dahin wäre nicht so nervig, ne?
Pass auf, wie dieser Kampf hier noch schwieriger wird als der gegen Dagon. Nee. Wie dieser Kampf hier mich mehr Nerven kosten wird. Genau so. Tut mir leid, dass ich beinahe killen wollte. War überhaupt der Boss, der mich platt gemacht hat? Ich weiß nicht, ob das der Boss war. Weil der Boss war der, den ich nicht. Ich kann ja immer wieder zurück, aber. Kann ich einfach hier hingehen und das Ding einsammeln und dann abhauen? Ich bin dein Verbündeter. Ja, natürlich. Warum bist du auf ihn losgegangen? Das ist ganz deutlich, wie man den Kampf machen muss, ne? Warum gehst du auf ihn los? Halte sie auf. So, also was ich machen muss, ist jetzt nur noch ein paar HP abziehen. Oh mein Gott. Nein. First try. Legendären Gegner besiegt. So. Jetzt eine coole Belohnung, bitte. Okay, draufdrücken. Na, ich will. Na, ich habe aus dem falschen gedrückt. Den kann man nie genug haben. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat auch sehr da geholfen, dass ich mit meinen verwirrten Verbündeten ein bisschen mehr Schaden mache, ne? Ich wurde ja auch schon ein bisschen hochgeballert. Okay. Aber gut. Finde ich gut, dass man auch irgendwie Gegner so erledigen kann. So auf unkonventioneller Weise, ne? Mit ein bisschen Kreativität, ne? Das mag ich an dem Spiel, dass die Kreativität so gefördert wird in dem Spiel. So, ich habe jetzt einen weiteren Stim. Ich freue mich. Damit sind wir jetzt automatisch ein bisschen mächtiger. Wo führst du mich hin? Da hinten, ne? Irgendwie ist ja nichts mehr. Also hier sind natürlich wieder noch ein paar Sachen, aber so, ich verstehe nicht genau, was das hier noch mal, was da mit dem Vogel sein soll. Muss ich ein andermal machen. Erstmal gehen wir hier hin, falls das geht. Ja, und dann gucken wir mal. So, ist alles kaputt. Abkürzung freischalten und so, ne? Glaube ich. Sieht nicht nach einer Abkürzung aus. Sieht irgendwie nach einem neuen Gebiet aus. War ich ja schon mal. Dann stellt sich mal einer vor, das Ding wird einmal nicht funktionieren, ne? Und der springt schon irgendwie so in den Abgrund runter. Da hätte ich voll Schiss. Bin ich hier? Habe ich hier letztens diesen anderen Kopfgeldjäger gekämpft? Nein, wer bist du? Oh, da ist der Angler. Wie viele Sachen, die wir hier gerade finden, ne? Bereit zum Aufbruch? Hallo. Was ist deine Geschichte? Hast ein bisschen Priorit dabei? Nein, habe ich nicht. Dann bist du irgendwie nicht. Ich habe ein bisschen was. Hat mich den ganzen Tag gekostet. Ich bin ziemlich sicher, Kalle hat gerade gelogen. Okay, ich habe gelogen. Ich habe nichts mehr. Ich bin ein Versager. Dann komm zu mir in die Bar. Wir treffen uns alle. Hey, yo.
Hey, du. Skova. Mit deinen Wanderstiefeln und antworte dem alten Skova. Bin ich ein imposanter Fischer? Bin nicht sicher, was du meinst. Mein Aussehen, Junge, erwärmt es deine Untiefen? Sprüht es dir Gischt ins Gesicht? Das sieht gut aus. Du siehst gut aus, Skova. Hoffentlich sieht der Krauskopfmolch das auch so, Junge. Ich muss meinen gesamten seemännischen Charme einsetzen, wenn ich ihn anlocken will. Lass mich raten, du springst da rein und holst den anderen raus, ne? Will ich echt solche Fische irgendwie in mein Aquarium haben? Scheint ich wohl zu dem Schlamm irgendwie vorher geschwommen. Das überrascht mich nicht. Das ist ein großes Talent von mir. Weißt du, der Krauskopfmolch ist der sinnlichste aller Meeresbewohner. Oh. Scheu, außer beim Anblick potenzieller Partner. Oh. Deshalb bin ich heute auch so eitel. Es ist eine Schande, sie so zu täuschen, aber dafür finden sie in meinem Tank ein ruhiges Zuhause. Für mich klingt das fair. Soll ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Ja, warum nicht? Ach, ja. Wegen meines enormen Angeltalents. Enormen Angeltalents. Ich habe einen geheimnisvollen Undan geführt. Ich sehe es noch vor mir. Der kleine Skuva wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen. Ich finde diesen Stimmeffekt von ihm cool. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Kopf ab. Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Undan da habe ich etwas gespürt. Aus meinem Gehirn. Das hat mir gefallen. Und etwas anderes hineingesteckt. Sie hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ei, Junge. Die große Kunst des Fischfangs. Die Kunst der Konzentration. Und in der Dunkelheit, mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft, ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, ich wurde vom Tentakel gebürt und dann habe ich alles sehen können. Fing ich immer einen Fisch. 3 von 7 Mal. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte ja nicht, dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Vielleicht auch nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Ich weiß nicht, ob da was Gutes oder was Schlechtes war. Ah, gut. So, dieses Gebiet scheine ich schon mal besucht zu haben, ne? Guck mal, was hier schon wieder ist. Hey, ist das nicht ganz am Anfang hier? Ich kann mich erinnern, da ist ein Druide, ne? Ich glaube, der wollte irgendwie Hilfe, ne? Genau, da war ein... Da war ein... Wie habe ich denn da schon wieder was verpasst? Konnte ich da irgendwie... Ich glaube, da konnte ich rausspringen irgendwo, ne? Andermal. Gucken wir erstmal. Ich will... zum Meditationspunkt verlassener Darm. Zu mir ist einer. Ja. Und dann gucken wir mal. Ich habe übrigens auch gemerkt, was mit Kopfgeld. Habe ich gerade einen erledigt? Ach, das ist den, den ich suchen muss, ne? Mayan Core ist ja nicht der. Einen von denen habe ich irgendwie letztens im Lukralk erledigt, glaube ich, ne? So. Hier unten, unten steht zum Beispiel Holotaktik-Scans freigeschaltet. 37 von 37. 4 von 18. Also steht auch, wie viele man insgesamt haben kann. 5 von 12 Fische. Und ich glaube, bei Samen irgendwie war auch was, ne? Ja. Das heißt, hier, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Samen.
Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht, weil das bedeutet dann, dass sie nicht respawnen oder irgendwie so hat, ne? Ich glaube, da macht es irgendwie ein bisschen angenehmer. Und ich habe nämlich gedacht, die respawnen immer wieder und ich muss sie dann immer wieder suchen, ne? Aber scheint nicht der Fall zu sein, ne? Verlassener Damm, ne? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gut oder schlecht ist, außer man muss die für eine Trophäe oder irgendwie so mal suchen, ne? Was ich übrigens nicht wissen will, ne? Aber wenn die irgendwie gescriptet irgendwo an bestimmten Orten sind, dann immer noch besser als hat man die irgendwie immer noch besser, als wenn man die irgendwie, weil nicht die ganze Zeit farmen muss. Oder? Du standst vorher nicht hier. Warum ist auf einmal hier so einer? Okay, du bist kein Kopfgeldjäger, von daher bist du mir egal. Sie sind mir egal, Sir. Alter, jetzt sehe ich wieder nicht. Ich bin kurz hier runter. Alles sicher? Okay. Ich müsste wissen. Oh, da kann ich auch noch rein, sehe ich gerade. So, ich gehe natürlich wieder vollkommen falsch. Links an dem Dings vorbei, alles klar. Komme ich da überhaupt zurück? Ja, das hat mich irgendwie so verwirrt, hat auf einmal. Oh, diese Reflexe, ne? Mich irgendwie so verwirrt, dass irgendwie auf einmal jetzt so ein Typ da steht. Kann immer aufeinander losgehen, bin ich voll unfair. Vorsicht! Kann ich einen Stim kriegen, bitte? Oh, Verräter! Stirb! Ah, oh, blöd wie ich. Boah. What? Also hier. Warte mal, wir jetzt hier. Also es ist offensichtlich, dass wir jetzt hier wieder ein paar Kleinigkeiten machen, ne? Der trifft mich noch einmal. Das war ja wohl ja klar. Ich will den Droiden ja das Schiffchen rausziehen. Wenn sie auf Luke Skywalker machen. Mit dem X-Wing damals. Ey du, pass auf. Ich kann halt nur von hier. Okay. Boom. Es gibt kein Versuchen. Sehr cool. So, jetzt kommst du hin. Pit-Droide rekrutiert, okay. Sehr cool. Da war doch ja, als Yoda ihn irgendwie gesagt hat, so, ne? Mit dem Schiff rausziehen, ne? Da war doch das, was er kurz davor gesagt hat, ne? Es gibt kein Versuchen. Sehr cool. So, dann ist hier noch irgendwas. Ja, schon mal hier sind, ne? Kann man natürlich machen, ne? Na, komm. Ich würde denn das erzählen? Müsste. Ja, lass mal. Dann will ich mal gucken, wo das ist. Das ist auch noch was. Guck mal hier. Nur viel noch ist. Ist mehr gucken und so, ne? Oh, ehrlich, ich war die ganze Zeit am Rennen.
Wir haben mich trotzdem noch erreicht. Gibt's nicht. Boah, war mal ganz am Anfang noch, ne? Erinnert ihr euch? Aber sicher tut ihr das. Sind alle von Anfang an dabei. Okay. Was soll ich hier machen? Oh. Ja, das kann ich mit den Dingern machen. Jetzt muss ich nur diese eine Fähigkeit haben, um irgendwie mit den Druiden zu interagieren, die in der Luft fliegen da. Also hier gibt es keine, aber in Jeddah gibt es, glaube ich, viele von denen. Ich wusste ja aber irgendwas. Ich wusste ja. Samen, die könnten für den Garten nützlich sein, oder? Wer ist da? Okay. Keinen Punkt. Ah, was soll ich denn das jetzt machen? Ja, warte mal. Ah. Wir schlagen nichts über. Wer da geschossen? Ich habe einen Schuss gehört. Oh nein, das macht Riss. Oder? Nee, gar nicht. Oder was muss ich damit machen? Hier gibt es irgendwo einen Laser, nehme ich an, ne? Guck mal da. Eigentlich interessant, irgendwie so zuzuschauen, wie ich hier so noch offscreen hier, wenn ich hier, wie ich hier versuche, diese ganzen Geheimnisse und so zu finden. Ne? Ich will halt, also ich will halt sowieso aufnehmen. Ne? Ja, ja. Oh. Wer schon länger auf diesem Kanal ist, der weiß irgendwie, ich versuche alles aufzunehmen. Man könnte hier natürlich viele Sachen rausschneiden, aber nee, ist nicht so mein Stil. Alles verzeichnen, okay. So, toll, wie soll ich jetzt? Ich bin schwören, ich konnte ihn gerade sehen von da aus. Ja, wem? Oh. So, wir war schon wieder nicht der offizielle Weg hier. Okay. Was ist das? Ach ja, diese Dinger. Ist das, was ich gerade gelernt hat? Ja. Ich hab's gesehen. Oh. So, diese Dinger sind das. Ah. Was zum? Nicht auf, was ich machen muss. Reicht den einfach nicht. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht hier irgendwie erreichen. Und das ist auch noch was. Oh, ich soll nach draußen. Beeil dich, Kumpel. Na, komm mal mit. Ja, das reicht nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss das von da aus kaputt machen. Man tut denn so wenig. Bleib nicht zurück. Sag mal, wie weit das jetzt geht. Das ging jetzt voll weit.
Da, mein Gott, ey. Hat einfach aus irgendeinem Grund nicht gereicht beim ersten Mal, beim ersten Mal. Boah. Ja, diese komischen Ranken, die man anfeuern muss, oder ist das? Oh cool. Oha. Ah, ich sehe schon. Weißt du, was das hier besser machen würde, wenn er nicht in so eine Dings hier fliegen würde, wenn er einfach nur so ein Strahl wäre, anstatt hier so eine ein Winkel. Er sagt mir, aber auch heiß. Hot. Okay, und nun hier. Oh, schön. So viele Geheimnisse. So viele Überraschungen, so viele Sachen zum Spielen. Oh ja. Das ist nicht schlecht. Oh, kann ich da nicht irgendwie? Nee, ne? Ah. Also vielleicht kann man irgendwie runter. Na, vielleicht doch nicht, ne? Nee, sieht ein bisschen tiefer aus, glaube ich. Oh Gott. Der Kerl tut ja schon ja nach 5 Metern Höhe in seine Ragdoll-Animation reingehen. Und dann sterben. So, jetzt ist alles hier. Hier ist noch was. Da kann man noch hingehen kurz. Okay, machen wir das. Hier lang, ne? Aber Druidenleben sind auch wichtig. Ja, ich muss auch hoch, ne? Ja. Das ist irgendwo da was. Noch ein Gesundheitsupgrade. Boah, er ist jetzt wahrscheinlich voll stark, ne? Ja, voll durch den Park und ist voll stark. Ja. Ich soll mich gleich heilen. Nein, nicht schon wieder. Ja, wem willst du das denn erzählen? Mal mehr Steine. Der macht mich mit einem Schlag fertig, ne? Pass auf. Kannst du mal aufhören, immer zwei von diesen Detonator zu machen? Oh Gott. Wenn ich da getroffen hätte, ne? Oh, komm schon. Da ging ich so was von hin nochmal. Ey. Okay.
Oh, komm schon. Hey, ist ja voll unfair, wie schwer die sind hier mit den starken Angriff, wie viel die abziehen. Hey, ist ja voll unfair. Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ich da reingehe und irgendwie. Ich will wahrscheinlich erstmal das machen, ne? Ah, super. Ja, der nimmt gar keinen Schaden. Obwohl doch. Okay. Darf ich nur nicht treffen lassen überhaupt. Ah. Da guck mal, wie viele roten Angriffe er macht, ey. Muss denn da ausweichen? Oh mein Gott. Ich brauch Hilfe. Komm schon, schaff ich doch. Einfach werfen, einfach werfen. Bisschen billig, ne? Aber egal. Hier geht's ums Überleben. Das heißt Jedi Survivor, nicht Jedi. Ich mach voll auf Gnade und so. Okay, ich jetzt noch ein Stim? Alter. So ein Powerschub hier bekommen. Hoffentlich brauchen wir ihn nicht. Ich einfach mal hier so zwei Stims in einem Part bekommen. Cool. Das ist schon krass. Dankeschön. Dachte, die Sachen erstmal jetzt erst aber bekommst, ne? Guck mal, sind auch so Druiden irgendwo. So, nachdem ich hier diesen krassen Kampf mit den einen Typen hatte, ne? Ich habe wahrscheinlich jetzt hier alle Optionen, ja. Den meisten auch. Ich dachte, hier wäre was. Oh, da war was. Diese Samen werden sicherlich gut im Blutschallgelb. Das ist so dieser Dschungelplanet, ne? Mit hier Elder Secure, ne? An den Klon kriegen. So. Gut, dann sind wir hier für diesen Part fertig, ne? Der verwirrt mich immer so, wenn ich da so Lila sehe. Und beim nächsten Mal, also wenn das die Belohnungen sind, die ich hier noch finden können, ne, dann werden wir wahrscheinlich bei Kobo ja noch mal ein bisschen erkunden mal wieder, ne? Ich weiß, bestimmt schon der 6. Part oder so, aber ich weiß nicht, warum ich den nur anlege. Ich bin, glaube ich, kurz vom Level ab, ne? Oh, die kämpfen miteinander. Nein. Gib mir einen BD. Ah, weißt du was, ich hau ab. Ich will nur so einen kleinen Spaßkampf mit dir machen, ne? Aber jetzt. Lass uns hier eine Pause. Wir müssen Spielverderber, aber ich will nicht mehr. So. Oh ne, ich glaube nicht, dass ich irgendwie Platz habe. Blockanzeige wird erhöht. Das wäre doch nicht schlecht, ne? So langsam hauen die nämlich ganz schön zu, die Gegner. Geschicklichkeit. Das ist aber auch alles, was ich hier brauche, ne? Im Moment. So, was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr Neues, ne? Ich könnte ja zwei Sachen für eine Doppelklinge holen. Und während du mit einem Magnet gezogen Gegner hältst, um sie zu zwingen, was? Okay. Ja.
Das hätte ich lieber. Okay. So, gut. Unsere Optionen werden immer besser, ne? Beim nächsten Mal weiß ich noch nicht, was wir machen müssen, ne? Hier können wir jetzt ein paar Sachen machen. Ist das der Salon? Ne. Ich gucke gerade, ob hier irgendwie komplett neue Orte noch sind. Hier ist zum Beispiel noch was, ne? Da können wir hin. Hier ist noch was. Können wir noch so ein bisschen erkunden. Nach diesen einen, den habe ich auch noch nicht geschafft, ne, diesen einen. Also nächstes Mal werden wir uns ein bisschen hier so erkunden, ne? Ich mache mir so, die bleiben wir jetzt, ne, so wie ich das gemerkt habe, ne? Ich mache mal hier so ein paar. Machen wir hier so ein paar Markierungen, ne? Wenn ich beim nächsten Mal so weiß, ne, wo ich bald hin will, ne? Hier. Und hier ist überhaupt nicht unübersichtlich, ne? Und hier, ich habe keine Pins mehr. So, diese Orte werden wir einmal abscouten, ne? Und dann werden wir mal sehen, was die alles so erbringen werden, ne? Hoffentlich einige coole Sachen. Oh. Ich habe mein Lichtschwert kaputt gemacht. Es ist wieder ganz gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.